Hey, euer Doc ist am Start mit einer neuen Folge und wir testen heute einmal von Control Freaks den FPS Freak Vortex und vergleichen diesen auch gleich mit dem Ray 6 von GameX und schauen, gibt es Unterschiede und ja, welche, und zum Schluss klären wir natürlich die Frage, was davon ist besser? Bevor wir anfangen, an die Menschen zum Nachdenken, die immer sagen, hey, das gibt's schon, alles scheiße, das gibt's schon. Ich habe nachgedacht. Und vielleicht könnt ihr mir die Frage beantworten. Wieso macht Tesla Autos? Es gibt doch schon genug Autos. Okay, Tesla geht halt jetzt auf Elektro. Es gibt eine Xbox, eine PlayStation, Nintendo Switch. Eine Xbox rausgebracht. Es gibt doch noch PlayStation 4. Wieso bringt Nintendo Switch raus? Gibt doch schon genug Konsolen. Warum? Die Fragen und die Antworten bitte in die Kommentare. Deswegen an die Menschen, die das erste Mal auf den Kanal kommen oder sich das erste Mal mit einem Thema auseinandersetzen und nur zuhören anstatt hinhören, alles gibt's irgendwo schon mal. Das ist halt eine Neuheit von GameX, den RaySix, in dieser Art und Weise gab's halt bis dato noch nicht. Deswegen schauen wir jetzt den Control Freak Vortex FPS Freak an. Der hat mich fasziniert, weil, wie ihr seht, er hat zwei verschiedene Aufsätze für euren Analogstick und der eine ist höher und der andere ist tiefer. Im Großen und Ganzen stimme ich euch zu, die Grundidee und der Grundgedanke, der ist definitiv vorhanden. Dennoch verfolgt sowohl Control Freak als auch GameX verschiedene Zielgruppen. So schauen die Aufsätze aus. Es gibt bereits auf dem Markt, ich habe auch Patienten, die schon seit Jahren rein nur die Aufsätze benutzen. Also die benutzen rein nur die Aufsätze, ziehen sich diese einfach nur über den Controller. Ich weiß gar nicht, ob das mit denen geht. Und fertig. Das ist die eine Möglichkeit. Auf jeden Fall. Man ist etwas höher. Ja, doch, es geht sogar. Man ist etwas höher. Hat ein bisschen Grip. Natürlich. Kann man machen. Man kann sich aber auch natürlich die Control Freak Produkte zulegen. Jedem frei überlassen. Einfach draufgestülpt, hier auch, und fertig. Was ich am Control Freak Produkt genial finde, ist einmal, die liefern schon von Haus aus einen Stick-Aufsatz, einen kürzeren, einen kleinen und einen großen, hohen. Das finde ich auf jeden Fall eine coole Geschichte. Jetzt kommt aber GameX daher und ich habe mit denen gesprochen und GameX sagt, jawohl, vollkommen richtig, man kauft diese sich einmalig, zahlt vielleicht sogar denselben Preis, wie immer der Link in der Beschreibung, um die 15 Euro, dann spielt man mit denen eine Zeit lang, wie lange auch immer. Aber jedes Produkt hat irgendwo einen Verbrauch, das heißt, die nutzen sich ab. Der Gummi ist irgendwann defekt, was macht man? Man schmeißt sie weg und holt sich gegebenenfalls dann nochmal das Produkt für 15 Euro. GameX hat gesagt, nein, wir beißen lieber in den sauren Apfel, bringen Produkte auf den Markt, die uns vielleicht nicht den Wiederverkauf so schnell ermöglichen, aber dafür ist der Kunde zufrieden, weil die Qualität passt. Weil, jetzt kommen wir zum RaySix. Ganz richtig, die heutige Folge ist nicht gesponsert. Keiner weiß von den Unternehmen, dass ich überhaupt die Folge heute mache. Ich habe beschlossen, an dem Abend der letzten Folge, die ich euch hier nochmal verlinke, die Folge zu drehen. Ich habe jetzt alles bestellt und produziere auch die Folge komplett. Meine freie Meinung. So, dann kommt halt RaySix daher, hat hier, zeige ich mal ganz kurz, ein sehr ähnliches System. Wenn nicht sogar 1:1 das gleiche, lassen sich aber auch aufsetzen. Sind hier schon automatisch von Haus aus, schauen wir gleich mal. Naja, minimal höher. Und jetzt kommt die Revolution, die Neuheit, die Kappe, der Gummi lässt sich abziehen.
hier nicht. Und dann sagt man, okay, ich möchte vielleicht den mit mehr Grip draufsetzen. Oder ohne Logo. Oder, gut, hier muss man schon Riesenhände haben, den ganz hohen. Bei Control Freak ist es so, wir haben hier vorgefertigte Produkte. Wir müssen uns im Vorfeld Gedanken machen, für welches Spiel benötige ich welche Aufsätze. Und dann kann man sich jeweils für jedes Spiel oder für jede Tätigkeit jeweils einen kompletten Satz kaufen. Beim Ray 6 ist es so, dass wir hier komplett jederzeit mit einem Produkt, aber dafür mit den ganzen Kappen flexibel in jedem Augenblick und halt kostengünstiger sofort anpassen können. Okay, ich spiele jetzt dieses Spiel oder dieses Spiel, also benötige ich die Höhe oder die Kappe oder diese Funktion. Also beides verfolgt seine eigene Zielgruppe, beides ist eine coole Idee. Mal kurz zum Spiel, jetzt mal ohne irgendwelche Aufsätze, wir haben hier ganz normal die Möglichkeit zu spielen. Okay, Standard PlayStation. Für die, die jetzt sagen, hey yo, ich möchte meine Genauigkeit, meinen Grip verbessern, gibt es die Möglichkeit von Control Freak? Okay, der Grip ist tatsächlich da, durch diese Fugen, und wir haben natürlich ein ganz anderes Handling. Fühlt sich auf jeden Fall viel besser an. Man hat ein viel besseres Gefühl, man hat viel, viel mehr Kontrolle. Ich spiele gerade COD und ich merke hier tatsächlich, wie es unser Gefühl, dieses Feingefühl, diese Feinmotorik, die man dann braucht beim genauer Zielen, vor allem bei Scharfschützen ist es so, wir haben das tatsächlich da. Und wenn wir jetzt einen Switch machen, sagen, okay, Racix, let's go, zeig uns, was du kannst, ist sogar etwas genauer. Also anscheinend durch die Höhe haben wir die Präzision des Daumens auf jeden Fall erhöht. Das links gefällt mir so persönlich nicht. Ich habe aber auch schon von einigen Gamern gehört, man gewöhnt sich mit der Zeit dann, weil es doch fürs Rennen benötigst du keine Genauigkeit. Aber für den rechten Stick ist es definitiv angenehm. Mir gefällt zwar der Grip hier von Control Freak besser, weil ihr seht ja hier komplett, wo sich der Daumen befindet, haben wir hier einen Grip durch den Gummi. Hier ist es so, dass es in der Mitte sehr weich und rutschig ist und nur außen der Grip vorhanden ist. Aber wenn wir hier diese Grip-Kappe wechseln, ja, okay, ja, ist gut, auf jeden Fall. Mir gefallen aber persönlich die Rillen besser, ist aber so eine Sache der Gewohnheit. Kann auch sein, dass es was mit dem Gummi zu tun hat, dass einfach ein anderer Gummi hergenommen wird. Aber im Großen und Ganzen finde ich das auf jeden Fall eine coole Möglichkeit für die, die sagen, hey yo, ich spiele FPS-Shooter, also Ego-Shooter und ich benötige etwas. Die haben hier durch meine Sendung zwei Produkte kennengelernt, der eine oder andere kennt es, der eine noch nicht. Schaut es euch an, es ist jetzt keine große Welt, sind jetzt 15 Euro. Ist für den einen viel, für den einen nicht so viel. Macht euch Gedanken, das ist meine persönliche Meinung. Ihr müsst schauen, okay, wie entscheidet ihr euch? Ihr habt natürlich die Möglichkeit, euch beides zu holen, beides zu testen. Egal ob online oder im Geschäft, würde ich mich aber nochmal erkundigen und euch dann zu entscheiden für das ein oder andere Produkt und das eine gegebenenfalls zu verschenken, zu behalten oder zurückzugeben. Das sind die Möglichkeiten. Ihr könnt, wie gesagt, die von Control Freak kaufen, die sind richtig cool, ihr kriegt hier zwei Stück mit der verschiedenen Höhe, finde ich genial. Das ist das, was Racix halt nicht hat. Im Großen und Ganzen holt man sich so ein Produkt, um seinen Komfort, seinen Grip und die Genauigkeit zu verbessern, durch diese Erhöhung, Spaß beiseite. Durch diese Erhöhung haben wir einfach eine andere Hebelwirkung und können einfach ganz anders damit umgehen. Welches würdet ihr eher bevorzugen, welche Umsetzung findet ihr am sinnvollsten, welche eventuell sogar nicht. Schreibt mir sowohl die negative als auch die positive Meinung. Genauso bewertet auch das Video positiv oder negativ. Ich freue mich auf die nächste Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Doc.